Moin Moin und herzlich willkommen zum nächsten Part von Koop mit dem guten Patzian RP. Hallo, Patrick. Hallo. Oh Gott, heute gegen Chelsea. Chelsea. Das wird keine einfache Nummer. Ne, Costa, Hazard. Naja, Courtois und Hazard haben wir auch. So. Wir geben uns einfach Mühe. Ich habe gerade den Schiedsrichter. Oh, das war der Schiri. Ivanovic mit dem Pass auf Mertens. Mertens mit der Ballrolle vorbei am ersten. Schiebt ihn zu Lukaku und dann macht das 1-0. Oh yeah, das ging schnell. Zweite Spielminute. Da unten läuft dort die Aufstellung durch. Mertens mit der Traumvorarbeit wieder mal. Also das hast du ja mal richtig und drauf, ey. Wieder unhaltbar in den Winkel. 1-0, Kaltstart. Ja, wir spielen im Moment erstmal nur ein bisschen mit Belgien, weil wir einfach damit ganz gut zurechtkommen. Wir wollen uns erstmal ein bisschen einspielen, bevor wir hier irgendwelche Experimente wagen. Hazard mit der Flanke. Schön. Ah, dann kommt aber ein so Fabregas. Nehme ich ein Fabregas, ja. Boah, Costa, der kommt. Boah. Raus damit, raus damit. Okay, boah. Jetzt. Ruhig, ruhig, ruhig. Mertens startet. Ah, zu klein, da hüpft er zwar wie eine kleine Sprungfeder. Der kleine Lausbub. Matic, gefährlich, aber bleibt im Ballbesitz. Vertonghen. Rückpass. Boah, gut durchgesetzt. Origi! Oh! Ah, da, das ging zu schnell für da mich. Da pusht sich Origi nochmal. An den Körper von Courtois. So, alter Wirt, der lauert, der will es, der will es. Und der Bruce, der will es auch. Oh, alter Wirt. Nein. Fast ein Tor mit Ansage. Abstöße fackeln so nach vorne, okay. Fürs Erste zumindest. Kannst den Namen aussprechen vom Rechtsverteidiger. Von wem? Vom Rechtsverteidiger. Wer steht da? Api... Azzi, Cueva, ne, Azzi. Azzi. Ah, du bist ein Tick zu früh. War abseits. Ja. Aber er pfeift nicht. Ich hatte nur gesehen, dass er da eine Fahne da gehoben hat. Oh, Mertens. Ah. Nein, gerade nicht. Offensiv unser Gegner gefährlich. Defensiv mit einigen Löchern möchte ich es mal. Zudem wollte ich nicht. Sage ich halt mal. Courtois. Und zack, das Pressing erfolgreich. Ah, der war wahrscheinlich zu zeitungsmäßig unterwegs. Der Bieler auf dem falschen Fuß. Fast. Vom Matic muss man jetzt nicht in Ehrfurcht ausbrechen, offensiv. Defensiv ein richtig starker Junge. Auf jeden Fall. Ist auch nicht langsam. Mit ein bisschen Platz für Mertens. Oh, ich dachte, ich komme da noch ran, ey. Und ich wollte ihn zu dem, wo, mit dem du gerannt bist, spielen. Mertens hat wieder die Push-Taste eingepackt mit dem Speed. Fackelt er das Ding auf Origi?
Perfekt. Traumfanke zum 2:0. Da kommt Origi mit viel Tempo. Also da stehen vier Chelsea-Verteidiger und können einen Origi nicht bändigen. Der steht da völlig blank. Zu zweit gehen sie auch ran. Ja. Keiner bei ihm. Obwohl sie da alle stehen, wie du schon sagst. Ja, da wird sich ein Mourinho ordentlich ärgern. Oh, Mertens. Auch nach sowas. Ah, schade, können wir nicht ausnutzen. Fabregas, Oscar, raus zu William. Ja, William will einfach nur durchlaufen. Hazard kommt. Foul. Nicht. Foul? Nein. Ist eigentlich auch richtig gemein, dieses entgegengesetzte Reinpushen mit dem Tricks. Weil da kannst du eigentlich nichts verteidigen, ne? Ich mach flache. Da müsste ankommen. Naigulan. Na, ganz knappes Abseits, aber. Ganz, 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 ganz knapp. Ja, um Haaresbreite. Also der geht. Danke sehr, direkt. Hier kurz einmal werfen. Kurz, sonst haben wir den Ball. Ach, da komme ich vorbei. Weil Lukaku steht im Raum. Das machst du richtig stark immer, die Ballannahmen. Da hätte ich Platz gehabt. Da hätte ich Platz gehabt. Ja, da hättest du nochmal eine Dissertation schreiben können in der Zeit. Ja. Ach, der kann keinen flachen Abschlag. So, da wussten sie nicht, wer den Ball kriegt. Wer nimmt ihn? Nimm du ihn, ich hab schon. Hatte schon zweimal heute. Ist doch gleich Halbzeit. Genau so ist es. Tatsächlich. Ja, ich sag mal, das läuft, oder? Auf jeden Fall, so kann es weitergehen. Deutlich mehr Ballbesitz. Ja, und auch mehr Chancen. Und ich hatte in diesem Spiel nicht das Gefühl, als könnten sie uns gefährlich werden, aber das kann auch trügerisch sein. Boah, wie im letzten Spiel bei uns. Obwohl da es ausgeglichen war mit den schlechten Chancen. Ja, erste Halbzeit war da so ein richtiges Lauern, ne, im letzten Spiel. Und dann entwickelte sich auf einmal ein Fußballspiel. Alle taktischen Zwänge, alle Ketten abgeworfen. Völlig abgeworfen. Hoffentlich haben sie sich nichts abgeworfen. Anscheinend nicht. Hackt er sich richtig rein, der kleine Junge. Oh, Terry, der Alte. Ah, der war doch über der Linie. Der Terry ist mit dem Alter immer offensiver geworden, auch in echt. Hüpp. Alter, wie, das macht er stark. Ah, dann muss er sich. Hab ich. Schön, schön, schön. Oh, wieso macht er das nicht? War nicht ein Trick in Auftrag gegeben? Wollte er nicht ausführen. Weihnachtszeit dauert ein bisschen. Ja, Costa. Das sieht ein bisschen nach Verzweiflung aus. Auf jeden Fall.
Schön gemacht. Boah, da kommt er nicht ran. Wir sind weiter im Ballbesitz, Vertonghen. Okay, unserem Gegner fällt ihm eh nur wirklich nichts ein. Ja, spielen blind nach vorne. Matic, gut aufgepasst. Jetzt wird es aber auch enger. Kommt mir vor. Naigulan wird aus dem Leben gegrätscht. Ja, hoffentlich darfst du ihn mal schießen. Yes. Ich kann aber Freistöße jetzt auch nicht wirklich. Ach, kann er nicht. Hast du ja gesehen, war nicht drin. Abgefälscht. Nee. Nee. Aber so ein bisschen gegenseitig noch behindert. Ah, da dreht er sich weg, der Ball. Alleine. Also bitte, meine Herren, spielen wir da Regeln oder was? Boah, Mertens legt sich mit Cahill an. Boah, in die Arsch. Ja, ich wär durch, oder? Dass ich und Rot gibt. Trifft nur mein Schienbein. Ja. Da könnte man auch unterstellen, dass das gefährliche Spiel war. Ja, das war mir schon zu nah dran, die Position, die mag ich überhaupt nicht. Courtois. Pack zu. Stell mir trotzdem immer noch Tschech rein, wenn ich ja Chelsea spiele. Ich bin ein riesen Courtois-Fan, ja. Also ich mag den. Was machst du denn da immer bei den Bällen? Ich drück doch gar nichts, das ist es ja. Das macht automatisch. Ah, guck mal, die sind fair. Da habt ihr ihn. Ein geistig Verwirrter spielt mit dir. In der Behindertenquote. Also wir können uns hier eigentlich nur selber schlagen. Nicht du, nicht du. Ich habe ihn doch wieder zurückgespielt. Ich hab das Abseits. Das hebt das Abseits nicht auf. Das hast du falsch verstanden. Was? Alter, da ist schon wieder die Grätsche, ne? Denen ist jetzt alles recht. Flanke außer ja, Drehung. Aus der Position nochmal schön flanken ist schwierig. Ach so. Holla. Ich dachte, Lukaku wäre Linksfuß. Und das Tor zwei Ränge weiter oben, ne? Er war früher Footballspieler, muss man dazu sagen. Boah, da komme ich an den Ball. Das war konsequent. Das nennt man konsequentes Spiel. Na komm, mach hin da. Was denn? Nein, komm, das war aber Ball gespielt. Vielleicht sieht sich der Schiri genötigt, auch mal andersrum zu pfeifen. Boah, der kommt an. Der kommt an. Der nicht. Ja, ich wollte ihn eigentlich reinlupfen. Ach so. Zu dir auf den Kopf.
Sekunden. Der ist noch. Er ist noch im Spiel. Und Mertens total frei. Und der Jawollo, schön gemacht. Da haben sie schon abgeschaltet. Boah, da ärgern sie sich. Also ein Mertens darf dann nicht an den Ball kommen. Und ein Courtois denkt sich auch. Ich spiele doch auch bei Belgien, denkt er sich. Ja. Warum haben die unser Trikot an? Abseits, okay. Spät gepfiffen. Origi ist auch platt. Nee. Ich wollte ihn einweisen. Bei 3-0 laufe ich nicht mehr so. Das war auch Ball gespielt. Also Schiri hat jetzt schon mit. Ja, man merkt's, ne? Hat da Abramovic in der Halbzeit noch ein paar Scheine rausgerückt, glaube ich. Völlig fair vom Ball getrennt. Schön. Tja, wenn man ihn nicht mit dem Fuß nimmt. Bei 3-0 kann man noch mal ein bisschen Müll machen. Raus ist es. Auf jeden Fall. So, ich hoffe, es gefällt euch gut, die Serie. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und total. Ich fliege immer von Salzburg nach Hamburg. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ihr Lieben.